Und später, wenn man viel mehr Fehler... Die ganzen Sachen schon wieder gespawnt hier. Hä? Hier war gerade ein Elfenwurzel. Ach, da. Warum habe ich da eigentlich so ein riesen fettes Megakreuz da auf meinem Radar? Achso, das ist das Hauptziel. Da ist Schwester Giselle, oder wie die hieß. Giselle. Alter, habe ich gerade schon 2 Stunden aufgenommen, wirklich. Der guckt sich da Dragostein an. Ist das dein Ernst? Ach, der kann das auch? Idiot. Die KI ist manchmal so doof, ne? Da habe ich Klamotten vergessen. Und Dragostein. Ne, Schädel habe ich vergessen. Also mit... Wie viel Dragostein haben wir jetzt? 47, 48 können wir jetzt schon voll die krasse Rüstung machen. Vor allem für Cassandra, weil das halt die Konstitution und die Lebenspunkte erhöht. Also kann, nicht muss. Hängt drauf an, auf welches Attribut man das packt. Okay, Dumm und Dümmer starren sich an. Hat der mich gerade echt getroffen, als ich unsichtbar war? Was? Finde das blablabla das Lager. Oh, der Verlobungsring. Bring zur Witwe blablabla. Bring den Ring blablabla, okay. Ein weiterer Grund, warum die Hinterlande hier so ein bisschen langweilig sind, sind auch die Quests. Also, das ist halt jetzt erstmal relativ ruhig und langweilig und ein paar tote Gebäude hier und dort und einfach nur klarer Himmel und ist halt nicht so viel los hier und so wenig Fähigkeiten und dann die Quests sind auch nicht so das Wahre, weil wir jetzt ständig hier von Punkt A nach B nach C rennen, um jetzt einen scheiß Ring da zurückzugeben, das ist ein bisschen lame. Das wird im Laufe der Zeit immer besser und besser. Wovor hast du denn Angst? Ich will dich doch nur streicheln. Kurz mal Energie herstellen. Was mich ein bisschen aufregt, ist dadurch, dass ich jetzt da gepennt habe, ist die Rüstung jetzt wieder weggegangen, der Block. Hier war eine Elfenwurzel, das weiß ich. Hey, verpiss dich, Solas, lass mich zu meiner Elfenwurzel. Ey. Ich brauche dringend diesen Inquisitionsbonus, diesen bestimmten. Nochmals danke, dass ihr Ritz gerettet habt. Ja, kein Ding. Der Bastard ist weg. Die drei Landsknechte schon. Ah, der ist ein Templer jetzt. Das waren vorher noch Landsknechte. Okay, da läuft das am Anfang. Ich wollte dich gerade angreifen. Ich dachte, du wärst ein Widder. Oh, Alter, wie schnell wir sind. Geil. Wird unsichtbar und springen. So machen Speedrunner das. Die sind die ganze Zeit nur getarnt und springen die ganze Zeit blöd rum.
Nehmt euch vor den Templern in Acht. Es kümmert sie nicht mehr, wen sie töten. Ja, wenn sie tot sind, interessiert ihn das wirklich nicht mehr. Ich fand diesen Ring bei einem Templer, den ich erschlagen habe. Das ist er. Seid gepriesen. Ihr und die Inquisition habt meinem Mann Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das bringt ihn mir zwar nicht wieder zurück, aber seine Seele kann nun Frieden finden. Genau wie ich auch. Konnte man ihn nicht, Nochmals, danke. Achso. Na, setz dich wieder hin. Ich dachte, die könnte man auch rekrutieren. Habe ich nicht gerade gekillt hier? Ne, es ist ein anderer Platz, ne? Wo ist denn der Sprengschuss? Sprengschuss! Rerik? Kennt der Junge? Ah, da war er. Oh, der war schlecht. Hey Kollege, darf ich dir mal deinen Rücken massieren? Weil der wieder wegfliegt. Kollege, ey, ich rede mit dir. Rückenmassage geht aufs Haus. Gib mir ein bisschen auf den Sack, der Bogenschütze hier. Ja! Ich find's ja lustig, wie sein Deppenfreund da überhaupt nicht checkt, dass ich ihn angreife. Er stellt sich so schützend vor ihm, will ihn so schützen, aber checkt nicht, dass ich die ganze Zeit auf ihn eindresche, ne? Die beste Leibwächterwache aller Zeit. Ernsthaft, Cassandra? Das wird mein Kombo versauen, oder was? Töte den verdammten Krieger! Das hätte nach hinten losgehen können. Er wollte gerade in dem Moment angreifen, wo ich ihn angreife. Da hätte ich mir auch selber eine reingehauen, glaube ich. Elfenwurzel. Elfenwurzel. Jetzt haben wir auch immer genug, um das Regenerationstrank abzugraden. Oder den Heiltrank. Ich denke mal, da hinten bei der Statue finde ich dann die Mutter Giselle. Da ist ein Fragezeichen. Fragezeichen? Da ist hinten ein Riss, das ist viel schöner. Ach, so ein... wie nannten die sich nochmal? Magierschädel-Kopf-Dingenskirchen. Was hat das mit diesem Schädel auf sich? Okularum. Oh Gott. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Schwier ist nur ein Monster-Mettwurst. So, Lalle. Dann mal hindurch gucken. Der Schädel erleuchtet bestimmte Objekte in der Ferne. Derartige Magie ist mir vollkommen fremd. Natürlich. Es musste ja ein Schädel sein, der irgendwelchen gruseligen Scheiß aufleuchten lässt. Damit können wir jetzt die ganze Zeit hier rumsuchen und diese Scherben entdecken. Wozu diese Scherben noch gut sind, werden wir später noch erfahren. Werden auf jeden Fall alle sammeln. Level 4, kein Ding. Können wir machen. Wo ist der denn gespawnt? Seid ihr der Brücke am Arsch der Welt? Oh ja, das war gut von Beric. Das war gut gerade. Hab ja die falsche Taste gedrückt. Da hat er gerade erstmal alles schön weggesammelt. Ha! Double Kill. Na, schaffen sie es denn? Leck mich!
würde mal ein bisschen mehr Schaden machen, so langsam. Den bin ich jetzt aber ausgewichen. Junge, ich hasse diese scheiß grünen Krater, die immer aufplatzen. Die sind mal so kacken dreist unter meinen Füßen. Bäm. Gleich Level up. Da liegt eine Scherbe. Dieser Turm ist selbst als Ruine noch beeindruckend. Ich frage mich, welche Träume sich wohl darin finden lassen. Welcher Turm? Ich sehe so ganz viele Elfenwurzeln. Das finde ich viel toller. Elfenwurzel, Elfenwurzel. Da machen wir einen Riesensalat raus. Aber erstmal die Scherbe sammeln, die da lag. Stelle am Kartentisch Nachforschung über die Scherben an. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, was das hier ist, aber es muss einen Grund geben, warum es durch den Schädel erleuchtet wurde. Da gibt es noch mehr Scherben, an denen bin ich vorbeigelaufen, dann müsste ich nochmal hin. Aber erstmal reservieren wir uns natürlich erstmal wieder ein schönes Plätzchen. Das hier ist ab sofort mein Turm. Und befugt haben, das Gebiet sofort zu verlassen. Ich wette, hier gibt es irgendwie einen Trick, wie man da durch kann. Alter, ich bin da so tief drinne mit dem Kopf. Kacke. Wie komme ich da rein, bitte? Boah, ernsthaft? Sola, sag mal, gehst du mal weg? Ah. Erstmal das Wichtige. Den scheiß Plündel können wir gleich machen. Jüngerstab. Oh, schade. Skizze von... Was? Rezeptur Steinrüstung. LOL? Das sagt mir gerade gar nichts. Also Steinrüstung ist Elixier, damit die Verteidigung stark angehoben wird für eine kurze Zeit. Aber ich wusste gar nicht, dass man das hier findet. Sind die Items teilweise random? Oder was ist los? Eck. Nochmal. Kann das sein, dass meine Platte so langsam voll läuft? Ich müsste nämlich, glaube ich, so langsam aufhören. Aber da ist direkt ein Zelt vor uns. Und da können wir nochmal abspeichern und dann würde ich erstmal mit der Aufnahmesession hier Schluss machen. Vor allem... Oh, 22.23 Uhr, ich habe Kohldampf. Also das hängt jetzt natürlich nicht von der Zeit ab, wann ich Hunger habe. Aber ich habe heute bis jetzt erst... Ah, zwei Brötchen gegessen. Das war heute Morgen um 5.20 Uhr, weil ich nämlich Frühschicht hatte. Hier könnten wir unser Lager aufschlagen. Jo, machen wir doch. Und ich weiß gerade nicht mehr, wann... Irgendwann auf der Arbeit, als ich zur Pause gegangen bin, habe ich nochmal zwei, drei Hörnchen gegessen und das war's. So, Leute, das ist doch jetzt der perfekte Zeit, um jetzt hier ins Zelt zu gehen und zu pennen und dann zur nächsten Aufnahmesession abzuwarten. Yeah.
Ihr seht mich alle nicht mehr. Varric, hinter dir! Guck mal, wie sie erschreckt hat. Voll krass, ne? Wie ich ihn gegeben hab. So, jetzt aber. Jetzt wird mir langsam ein bisschen langweilig, wie man gerade merkt. Es gibt nichts zu berichten. Das ist schön. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Man sieht ja schon, es gibt 22 Scherben in diesem ganzen verfickten Drecksgebiet hier. Redcliff. Man sieht ganz viel Haufen Scheiße, die über Lohm leuchtet, was wir doch alles machen werden. Eigentlich müsste ich nochmal zum Kartentisch gehen, bevor ich abspeichere, weil die Zeit teilweise dauert ein bisschen zu lange. Ach komm. Ich kann es nochmal zeigen. Das Ding ist, also, jetzt haben wir ja bereits das erste Gebiet ein bisschen erkundet und das bedeutet, dass da jetzt auch ein paar Aufgaben auf dem Kartentisch bereitstehen. Diese Aufgaben am Kartentisch können wir selber nicht machen. Das können nur unsere drei Kollegen machen und die geschätzten Kollegen, die dort stehen im Raum. Liliana, dann Kallen, der Soldat, und Montilé, also Josephine. Das sind die drei, die die Aufgaben erledigen können. Und teilweise dauern diese Aufgaben mehr als 1 oder 2 Stunden. Es gibt sogar Aufgaben, die dauern 12 Stunden. Meistens, je nachdem, wie lange die Aufgaben gehen, bekommt man dann auch irgendwas Seltenes dafür. Je länger die Aufgaben gehen, desto bessere Sachen. Dinge können dann auch verkaufen, allerdings mache ich das in der nächsten Aufnahmesession. Mal auch gucken, vielleicht können wir mal auch eine bessere Rüstung für Dings machen, für Cassandra, weil die hat mir bis jetzt zu eine leichte Rüstung an. Wieso? Was ist mit Nägeln? Kann mir Harrod bis hier ist eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Meister Harrod sagt, ich bin gut mit Nägeln, dass ich ein Hirn wie ein Hammer habe. Ein Hirn wie ein Hammer habe. Das ist so eine gute Aussage. Gute Eigenschaft. Erbauer, ob schon mich die Finsternis umhüllt, werde ich das Licht bewahren. Ihr seid doch alles. Was? Ihr könnt nicht bleiben, wenn nicht bewiesen ist, dass die Inquisition auf Justinias Befehl eingesetzt. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch den mutigen Mann vorstelle, der sein Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Sir Trevelyan, darf ich euch den Marquis de Rillion vorstellen? Einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. Und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Das Haus du Rélion stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. Seit wann ist Haven nicht im Besitz der Kirche? Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Meine Gemahlin, Lady Meshin von Denerim, hat gemäß eines alten Abkommens mit dem Ferelischen Thron ein Anrecht auf Haven. Es war uns eine Ehre, es der göttlichen Justinia zu überlassen. Sie ist, war, eine überaus verdienstvolle Frau. Ich werde keinen emporgekommenen Orden auf ihrem heiligen Boden dulden. Eigentlich wollte ich jetzt nur eine Scheiße abgeben beim Quartiermeister, aber das hier ist jetzt gerade ein bisschen, die Göttliche wusste Bescheid. Er braucht eine Bleibe? Wir haben größere Probleme. Eigentlich haben wir größere Probleme. Die Leute sind verletzt. Ihr könnt sie nicht einfach in die Kälte schicken. Wer hätte etwas davon, wenn sie blieben? Die göttliche Justinia, Marquis. Die Inquisition beschützt die Pilger, die sie betrauern, nicht die Kirche. Warum ignoriert die Kirche die Gläubigen? Weil sie noch immer unter Schock steht. Ah. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal, wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montillé. Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Er wollte diese Maske her.
Haben die Duryllions wirklich ein Anrecht auf diesen Ort? Die Position seiner Gnaden ist nicht so stark, wie er es gerne hätte. Trotz ihrer Kontakte nach Ferelden sind die Duryllions immer noch Orlesianer. Falls der Marquis tatsächlich Anspruch auf Haven erhebt, muss Kaiserin Selene in seinem Namen mit Ferelden verhandeln. Allerdings hat sie im Augenblick größere Sorgen als unwichtige Gebietsstreitigkeiten. Ich bin wirklich froh, dass uns der Marquis nicht vor die Tür setzt. Seiner Gnaden ist nur einer von vielen Würdenträgern, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dann erwartet ihr in Haven noch mehr Leute? Zweifellos. Und jeder Besucher wird die Geschichte der Inquisition nach seiner Abreise verbreiten. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Deshalb wir den auch nicht zur Sau gemacht haben. Diese Politik ist lächerlich. Die Inquisition kann sich glücklich schätzen, in euch eine Fürsprecherin zu haben, Lady Montier. Danke. Wollen wir es hoffen. Die Politik von Thedas ist neuerdings etwas aufgeregt. Ich hoffe, ich kann uns in ruhigere Gefilde führen. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. Das finde ich lustig. Nach diesem Aussatz kann man mit der jetzt, glaube ich, flirten sogar. Ich glaube, das geht ja sogar schon, ne? Ich wollte das ja eigentlich machen. Das wird helfen. Die steht da auch rum. Waffenbruchstück entfernt. Habe ich doch mehr. Na los. Yeah, Stufe 5. Neue Skill. Humanoide, also gegen Menschen, bla bla bla. Kodex eingeschaltet, Infanterist. Okay. Konnte man jetzt nicht schon flirten? Was kann ich für euch tun? Ich könnte schwören, unsere Familien sind sich schon mal begegnet. Ja, womöglich. Lady Trevelyans Sommerbälle sind ein Muss für jeden von Rang und Namen in den freien Marschen. Großtante Lucille hat derartige Feiern geliebt. Ich kann mich nicht daran erinnern, euch je auf einer von ihnen gesehen zu haben. Sobald man einen Ball besucht, ist man gezwungen, die Einladung zu einem Dutzend weiteren abzulehnen. Das erinnert mich an etwas. Der Herold Andrastes hat zahlreiche Einladungen neugieriger Parteien erhalten. Zu feiern? Wie viele bekomme ich? Ich fürchte, diesen Monat waren es nur 17. Ja, okay, da kann man auch weiter labern. Auf ein andermal. Gebt auf euch acht. So, jetzt aber eigentlich zu meinem eigentlichen Vorhaben, bitte. Mal die ganzen Kollegen erstmal wieder zusammentrudeln hier. So, da sind die drei Spezialisten. Cassandra ist nur... Ah, so! Hier sind die Inquisitionsboni. Eine. Truppen, Beziehungen, Geheimnisse, Inquisition. Das könnte ich, glaube ich, erst... Hier könnten wir jetzt... Meine Speer sind auf das ist die mal labern müssen. Einmalige, supergeile Fähigkeiten freischalten. Allerdings dauert es immer ziemlich lange, bis wir ein Level aufsteigen. Darum... Ist das immer so ein bisschen interessant, was man hier nehmen soll. Gewährt für bla bla bla. Das ist ganz gut. Ein paar Worte, bla bla bla, bla bla bla. Mehr Gegenstände kann man damit tragen. Was ja an sich ja ganz gut anhört. Weil wir nur 60 tragen können. Aber da ich ja sowieso meistens immer wieder hin und her pendel zwischen Haven und meinen Einsätzen, verkaufe ich natürlich die Gegenstände immer sofort wieder. Also das, was wir dann in der nächsten Session machen werden, wenn wir Haven wieder verlassen, werde ich zuvor erstmal wieder zum Laden gehen und alles verkaufen. Yo! Kurz zum Aufstehen, ich versinke hier gerade so im Sessel. Darum ist das erstmal nur Luxus hier. Mehr Tränke gleichzeitig gefahrlos mitgeführt werden können. War das jetzt Heiltränke oder war das, hat es den dritten Dings freigeschaltet? Das weiß ich gerade nicht. Gewährt bla bla bla. Bezahlen Händler 10% mehr für Gegenstände, die in die Inquisition verkauft, ist ganz gut, dass ich immer ganz häufig benutze. Weil Geld brauchen da sehr viel, weil ich ja meine eigenen
Waffen herstelle. Da brauchen wir die Pläne und die Pläne kosten extrem viel Kohle. Gönnen dann dem Händler der Inquisition 10% Rabatt auf ihre Waren. Das finde ich auch ganz nicht schlecht. Einkäufe der Inquisition können bleiben nutzen, um an Lieferungen ebenso seltener wie wertvoller Rohmaterialien für das Handwerk zu erwerben. Habe ich nie wirklich eine Ahnung, was das genau bringt. Und wir haben hier bereits jemanden, das ist die Tussi, die uns da beim vor dem Schloss da aufgehalten hat. Wo wir danach den Riss geschlossen haben. Das verkürzt die Zeit, für die Josephine für ihre Durchführung von Einsätzen benötigt. Blablabla, 5%. Es gibt natürlich noch viel mehr Dinger. Wie zum Beispiel die gewitzte Ritz, die da ein bisschen auf der Wiese geflirtet hat mit der einen, die gestorben ist. Gewährt bei jeder Ernte eine 10%ige Chance, zusätzliche Pflanzen zu erhalten. Das überlege ich mir gerade ganz kurz. Das brauche ich eh nicht, weil ich die V-Taste eh nur die ganze Zeit rumspamme. Du erhältst eine Auswahl der Pflanzen in der Stufe 1, weiß ich auch nicht so ganz, was es sein soll. Erhöht die bei der Eliminierung von Gegnern gewonnenen EP um 5%. Das finde ich ganz geil. Wir leveln dadurch schneller ein bisschen. Allerdings dadurch, dass ich ja sowieso nur Nebenquests mache, leveln wir ohnehin sowieso schon ganz gut. Darum werde ich jetzt erstmal den hier machen. Weil das ist nämlich echt krass. Gewährt bei jeder Ernte eine 10%ige Chance, da ich ja sowieso die ganze Zeit nur die ganzen Kräuter ernte, ne? Ist das dann teilweise so, dass ich da auch mal 7 oder 6 6-mal oder 7-mal irgendeine Pflanze dazu bekomme, die ich irgendwo ernte. Normalerweise ist es immer nur 1. Aber dadurch 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich dann ab und zu mal 7 oder 6 Stück dazu bekomme pro Ernten. Das ist natürlich schon extrem viel. Und ich weiß jetzt nicht, warum ich weggegangen bin. Jetzt war ich so sehr von diesem Inquisitionsbonus. Läuft da gerade ernsthaft Frauentausch? Auf. Seit wann das denn? Okay, jetzt hier. Olle haben wir bis jetzt noch nichts zu tun, außer die Scherben zu untersuchen. Weil wir ja jetzt. Irgendwelche Neuigkeiten? Nein. Bisher nicht. Und hier sehen wir jetzt schon, wie übelst schnell jetzt hier schon überall irgendwelche Dinger rumstecken. Die Sturmküste. Schwarze Emporion ist ein DLC, was es, glaube ich, umsonst gegeben hat. Da kann man die krassesten Waffen des ganzen Spiels kaufen. Und zwar jetzt schon. Allerdings kosten die ungefähr teilweise 38.000 Gold. Und auch die krassesten Pläne kann man dort kaufen. Alle Waffenpläne, alle Rüstungspläne. Da werden wir in der nächsten Session mal hingehen und mal ein bisschen umgucken, ob es da ein paar günstige Pläne gibt der Stufe 1. Da können wir schon alles gleich machen. Ist ein ziemlich übertriebenes... Das Ding hier ist wirklich ein bisschen über OP, muss ich sagen. Weil da können wir dann schon gleich die ganzen Pläne Stufe 1 kaufen und haben dann auch schon gleich die krassesten Sachen, weil wir auch die ganze Zeit die ganzen Steine mitnehmen und sowas, die ganzen Mineralien. Da haben wir dann auch die ganzen Materialien bereits zusammen. Geld beschaffen. Das kann man dann endlich mal machen. Da kriegen wir immer ein bisschen Geld, ist aber nicht so viel. Das ist ein neues Gebiet. Da sind wir gerade, das ist auch ein neues Gebiet. Da kommen wir später. Varix Rache. Ich könnte einen Freund in Antiva bitten, der Sache nachzugehen. Wenn dieser Schreiberling der Händlergilde entkommen ist, haben die Krähen vielleicht mehr Glück. Dann wollen wir doch mal sehen. Das kann sie machen. Da steht mir eindeutig zu viel. Wir sollten einen diplomatischen Vertreter und einige der Templer hinschicken, um die göttliche zu kannten. Die göttliche kannten. Wir haben eine ferellische Offiziere. Wir könnten eine Ehrengarde nach Haiva, keine Ahnung, schicken. Ich bin mir immer unsicher, ob derjenige, der die kürzeste Zeit verbraucht, auch die beste Möglichkeit ist. Oder ob das auch mal... Oder ob es das überhaupt gibt. Gut und schlecht.
Ich mach das jetzt einfach mal, was die kürzeste Zeit macht. Ich meine, Sorgen eines Adligen. Ich meine, das ist ja sowieso eine gute Aufgabe für sie hier, weil sie ja adelig ist. Ja, hier, komm. Ein Ausgestoßener selbst unter seinesgleichen. Lehnen wir höflich ab und belassen es dabei. Verwandten der Germans befassen. Solche Dinge sind unvermeidbar. Eure Verwandten wären sicher um sich sicher, wenn wir ihnen weiter... Fangen wir an. So, dann sind die drei jetzt unterwegs. Die können jetzt, erstmal nichts mehr machen. Und die Zeit, in der die Aufträge jetzt vergehen, die geht auch im Offline-Modus weiter. Selbst wenn ich das Spiel jetzt beende, wird das nächste Mal, wenn ich dann starte, die Zeit, in der ich dann nicht gespielt habe, dann auch bereits vergangen sein. Das ist sehr gut. So kann man dann locker diese 12-Stunden-Teile zum Beispiel mal ganz gut vergehen lassen, dass man einfach aufgeht. Und ich würde dann mal sagen, wir speichern, oder mehr oder weniger speichert sowieso jedes Mal automatisch. Zack, und würde dann sagen, wir hören uns dann hier wieder. Irgendwie lustig, ne? Ich beende den Part, wo ich ihn auch angefangen habe. Die Session. Level Up, das lasse ich erstmal dabei gut sein. Das werden wir dann später auch bei der nächsten Aufnahmesession dann machen, damit ich noch ein bisschen Freude habe daran. Und wir beenden jetzt die Session hier, wo wir auch das erste, wo wir hier auch dann angefangen haben. Wo noch die Frage war, ob ich das Spiel jetzt überhaupt wieder spielen kann, ob es jetzt endlich mal funktioniert. Und ja, darum stelle ich mich jetzt erstmal in die Kerzen rein und sage Tschüss. Wiedersehen, Sayonara.